Und damit herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst. Wir gehen. Da wollte ich nicht hinspringen, Bruder. So eine Rückspulfunktion wie ein Forza wäre cool. Braucht noch ein bisschen was vom Mittagessen zwischen den Zähnen. Unangenehm. Wir machen heute ein hackbares Werbedisplay, einen Dash und dann die Hauptmission weiter. Und das Spiel möchte, dass ich da geradeaus weiterlaufe, aber ich verstehe nicht, warum ich hier einfach hier abkürzen darf. Denn das ist ja darüber entspannt möglich, nicht so? Darf ich bitte? Okay! Ich hatte erwartet, dass sie sich festhält. Ich habe keine Lust, einfach um den ganzen Block drumherum zu laufen. Das ist übel dumm. Und ich denke, dass das so möglich sein sollte, oder? So. Darf ich jetzt darüber klettern? Nö, okay. Das Spiel möchte mir nicht, dass man sich an manchen Sachen festhält. Gut. Das heißt, wo ich muss einmal um den ganzen Block laufen. Das ist ja nicht so schön. Okay, wir gucken einmal auf die Karte, ob das irgendwie schneller geht. Ich habe keine Lust, so weit zu laufen. Ich habe überhaupt keine Lust, so weit zu laufen. Upsi. Was ist denn, wenn ich hier so mache? Und dann mache ich hier... So, nee, warte. Ich kann ja hier hingehen. Nee, geh nochmal hier hoch, danke. Und dann mache ich hier so. Und so. Und jetzt möchte das Spiel wahrscheinlich, dass es das zu hoch ist, richtig? Also wenn ich daneben falle sowieso, aber auch allgemein eigentlich. Ich will es nochmal probieren, genau. Ich finde das Spiel schon nicht lustig. Gut, wir probieren es noch einmal andersrum. Ich glaube aber nicht, dass es das wird. Also, tut mir leid, schlechtes Spiel sein. Warum will das Spiel das nicht? Also wäre halt entspannter so, ne? Ne, möchte wirklich nicht, okay. Schade. Meine Kamera sehe ich ja auch nirgendwo, über die wir uns rüberziehen können. Oder? Nope. Okay, dann müssen wir laufen. Das ist ärgerlich und echt weit. Weil es halt echt weit. Ich habe gar keinen Bock, so weit zu laufen. Ne? Fuck you, ey. Ja, okay. Laufen wir halt. Guck mal, das haben wir noch nicht. Aber ich laufe gerade falsch, oder? Ja, ich laufe gerade komplett falsch, geil. Aber wir haben die beiden jetzt. Egal. Ist da ein Seil? Nee. Okay. Gut. Dann halt nochmal richtig. Hier hatten wir mal einen Run, meine ich, ne? Ja. Das war tatsächlich hier. Und da mussten wir da links rüber. Meine ich. Alter! Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Wo ist denn der Turm überhaupt? Warum mache ich die überhaupt gerade platt? Also, jetzt mal kurz Reality Check. Warum mache ich die gerade platt? Hier ist kein so ein Turm. Oder laufen die jetzt einfach allgemein überall rum? Wieso war das jetzt scheiße? Ach Gott, ey. Ja, das gefällt mir jetzt nicht. Dass die jetzt offensichtlich überall rumlaufen. Hier ist irgendwo was versteckt, okay. Habe ich den gekriegt? Ja, okay.
Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich richtig laufe. Kann man schon. Kein großer Fan auf jeden Fall von der Scheiße. Lange Birdman nicht mehr gesehen, ne? Vermisst den Jungen auch ein bisschen. Meins. Au. Au. Lass mich vorbei. Okay, du musst den nicht abholen, Bruder. Lass mich. Warum sind denn jetzt überall Cops? Ihr habt doch überhaupt nichts getan. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt, bitte. Ist doch shit. Die wollen mich jetzt echt ficken, ne? Ich weiß leider nicht mehr, wie man diesen schnellen Move macht, dass man an denen vorbeiläuft einfach. Meins? Mach doch. Weiß ich leider nicht mehr. Können wir bitte außer Sichtweite sein? Das war bisher auf jeden Fall das Weirdeste, was ich bisher gemacht habe. Als Start. Wir haben noch nichts Sinnvolles gemacht jetzt. Das ist nett, dass ihr die Suche abbrecht. Finde ich wirklich. Nee! Willst du mich verarschen eigentlich? Okay. Okay. Das habe ich übrigens immer noch nicht gedrückt. Aber gut, weil hier komme ich ja nicht hoch. Und hier möchte das Spiel irgendwie... ETF, Alter. So. Das Spiel möchte irgendwie, dass ich hier lang so laufe. Das verstehe ich nicht. So, ich kann an dem ja nicht gerade hoch. Warum auch immer ich das nicht kann. Geht auf jeden Fall nicht. So, warte mal. Meine Güte, geht doch. So. Ich glaube, ich soll das so machen. Von hier aus darf ich es nicht hacken. Okay, das ist sehr schade. Ja, zieh dich bitte auch hoch. Willst du mich eigentlich verarscht spielen? Also manchmal komme ich mir einfach nur verarscht vor. Zieh dich hoch. Also da ist extra so eine Stange, mit der man sich um die Ecke schwingt. Und normalerweise schwingt die sich immer sofort um die Ecke, sobald man irgendwie einen Millimeter darauf zuläuft. Hier nicht. Ne, also das ist doch so eine Stange, mit der man sich um die Ecke schwingt. Steuerung ist halt echt Krebs. Gott. Wie könnte ich da rankommen? Also klar, ich könnte einfach... Kotzen. Wo bin ich hingefallen, Alter? Also jetzt mal Real Talk, wo bin ich hingefallen? Jetzt sag mir bitte nicht, ich bin wieder da, Alter. Also das ist bisher eins der schlimmsten Sachen im ganzen Spiel zu machen. Auf die Chill zu kommen, ist einfach komplett scheiße. Ich bin wieder hier. Ja gut, dann muss ich halt wieder nach unten. Achso, ich darf nicht wieder nach unten. Also ich darf nicht nach unten, weil dann sterbe ich. Aber ich komme auch nicht nach oben weg, weil dann sterbe ich. Also, noch nicht komplett, aber nicht nach oben, so. Okay.
Ich habe mich übrigens kein Millimeter bewegt, kleiner Spaßfakt. Und jetzt ist meine einzige Option, eigentlich wieder in den Tod zu springen. Nee, okay, ging so. Meine Güte, ey. Jetzt mal no joke, das ist total beschissen. Ich komme nicht oben drüber. Halber Part verbracht nur mit nichts. Also halt, legitim nichts. Meine Fresse, Alter. Das muss aber auch, also, das war jetzt Precision. Aber ich sehe auch keinen anderen logischen Weg hier rauf. Ich glaube, eigentlich hätte man sich an der Stange festhalten sollen und rumschwingen können. Aber das ging halt nicht. Nee, ich wollte schon dahin, bitte. Dahin möchte ich jetzt. In der Luft den Haken aktivieren funktioniert nicht. Gut, merke ich mir. Also es wird ein längerer Part, weil wir haben ja bisher noch nichts gemacht. Und ich möchte nicht einen Part so sinnlos verschwenden, Alter. Naja, also das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Wir machen jetzt noch den Dash hier. Und dann mache ich auf jeden Fall noch eine Hauptmission. Weil sonst war das so ein sinnloser Part heute. So, 10 Sekunden sind die Bestzeiten. Logisch. Wo muss ich hin? Moment, ich wollte mir einmal speichern, wo ich bin. Ich bin in diesem Dreieck. Okay. Das ist natürlich eine relativ schlechte Dingens gewesen. So. Ja, okay. Keine Ahnung, wo es hingeht. Das scheint ein etwas längeres Rennen im Moment zu sein. Okay. Ich glaube, das ist gar nicht so weit. Aber ich höre einen Koffer. Verlassen. Wo sind wir gestartet? In dem Käsequadrat hier, ne? Ich glaube, hier lang und dann hier rüber ist kürzer. Probiere ich gleich nochmal. Aber erstmal möchte ich jetzt eigentlich wissen, ob ich das Ding da kriegen kann inzwischen. Okay, an dem Ding läuft sie einfach nicht gerade hoch. Cool. Aha. Hier hätte ich aber schon früher rüber gekonnt, glaube ich. Okay, das war jetzt aber nichts Besonderes. Also, es ist das da. Und ich habe schon wieder vergessen, wo ich hin muss. Ich glaube... Nee, warte mal, es ist nicht das da. Ich habe vergessen, welches es war. Das da war's. Das da. Und wo muss ich hin? Da, ne? Ich glaube, da irgendwo muss ich hin. Das heißt, ich renne hier einfach nach links. Und wir machen gleich trotzdem noch ein Ding jetzt. Würde länger dauern ein bisschen. Schätze mal 30 Minuten Part heute. So, das heißt, ich möchte... darüber und dann da irgendwo hin. Ich meine, da war es. So, das heißt, ich laufe jetzt einfach nach links. Okay. Schon mal ein scheiß Start. Nee. Ich glaube, hier war das erste Mal, dass man nach unten kam, ne? Warte mal. Ich bin jetzt schon komplett woanders, wo ich hin wollte. Ja, okay, ne. Ich glaube, ich lasse das einfach. Drauf geschissen, mache ich vielleicht privat mal. Nicht jetzt.
Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach die Hauptmission. Drauf geschissen, schaffen wir ein bisschen mehr heute noch. Nicht ganz so langer Part. So. Wo ist der Hauptmission? Da nicht. Da nicht, aber da ist Standard-Kit. Ich hab grad noch ein bisschen was zwischen den Zähnen vom Mittagessen. Das gehört bei uns Raps. Bisschen nervig. Ich weiß eigentlich nicht, was es ist. Eben war es so ein Stück Haut von irgendwas. Ich glaube von einer... Moment, ich markiere mir das mal. Von einer Tomate oder so. So, was ist denn das? Räche sie. Okay. Wenn du das so sagst. Das müsste ich mir noch holen, aber habe jetzt keine Lust drauf. Ich würde sagen, wir reisen erstmal zu dem Unterschlupf. Und machen Hauptmission weiter. Ich glaube, so richtig viele Nebenmissionen gibt es in dem Spiel auch gar nicht. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, wo wir gerade sind. Ich glaube, wir können sehen, wo wir sind, wenn ich auf Start oder so gehe. Können wir irgendwo... Ich muss noch leveln, ne? Stimmt. Meine Güte. Heute bin ich irgendwie nicht so richtig anwesend, noch nicht. Aber das ist auch der erste Part, den ich auch, ne? Wollte heute mindestens zwei aufnehmen, eigentlich noch ein bisschen mehr sogar. So, pass auf. Drei Punkte habe ich. Das ist Fokusschild plus plus. Das ist Positionstausch. Und Graphengewebe, so. Und dann wollen wir dahin. Bitte. Danke. So. Sehr schön. Dann wollen wir hier noch hoch. Ich mag es, wenn sie nicht so richtig klettert. Fühlt sich deutlich besser an. Naja, also das fühlt sich deutlich besser an, als manchmal dieses Hochziehen an irgendwas. Das mag ich gar nicht. Das dauert ewig auch gefühlt. So, Servus, es ist mir der Fisch. Zuflucht. Ich bin jetzt beim Kran, Icarus. Gut, ich bin unten in der Führerkabine. Gib mir einen Moment, um die Steuerung zu kapieren. Gefährlicher Bandenchef bei Krugers Heckrazia getötet? Siehst du das auch, Icarus? Und warum stellen sie eine... Ja, ich seh's. Die Krugers gehen in die... Diese Bastarde haben ihn tatsächlich getötet. Abwarten. Wir müssen untertauchen, Faye. Ich habe mit Rebecca Fane gesprochen. Sie gewährt uns Unterschlupf. Vergiss es. Wir können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein. Wo sollen wir denn sonst hin? Noah hat Rebecca nicht vertraut. Ich bin mir sicher, sie wird uns verstecken. Sie hasst Kruger ebenso sehr wie wir. Na, wir gehen zu ihr. Aber ich werde nicht lange bleiben. Wir bleiben nur, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich schicke dir die Koordinaten. Ansonsten sollten wir den Beat nicht mehr nutzen, bis wir dort sind. Ich trau ihr ja überhaupt nicht. Und ich trau ihm auch überhaupt nicht. Ja, dieses Hochziehen hier, das ist halt immer so. Nee. Fühle ich nicht so. Ich glaube, auf dieser Seite konnten wir bisher nicht. Bin mir fast sicher, wir konnten bisher nicht auf die Seite. Okay. Wer bist du denn? Wüsste ich's aber. Spannend aus. Okay, spring halt nicht. Also auf diese Dinger zu fallen, finde ich immer ein bisschen kacke. Die sind zwar recht groß, aber entweder man bewegt sich im Flug halt richtig viel oder gar nicht. Reiche Black November. Ja, Black November sind ja quasi die richtig Bösen. Glaube ich zumindest. Also Black November sind ja die, gegen die Kruger auch richtig hart vorgeht. So gegen uns auch, aber gegen Black November so richtig, richtig. Und daher weiß ich gar nicht, ob ich denen in irgendeiner Form trauen kann oder ob die uns jetzt einfach an Kruger verkaufen, um besser dazustehen. Ich höre hier so ein Gerät.
Ich weiß noch nicht wo. Gren? Okay, Tristan, das Gren lässt er nicht. Fett kennt sie nicht. Haben Sie keine Möglichkeit, uns zu rauchen? Sehr gut. Wie lange haben wir? Ein paar Minuten. Das Gren überschlägt Alarm, wenn wir hier durchgezogen werden. Es brannte. Das Wunderkind aus Anker hat ihn gebaut, aber ich brauche deine Pumpsy. Sie will nicht direkt mit uns arbeiten. Kasek ist auf den Dächern gerade ziemlich aktiv und sie will keine Aufmerksamkeit erregen. Gib dir Zeit. Und apropos aktiv, die Information über den Emissionsstoffverkauf. Jemand ist auch eingebrochen und ist etwas wirklich Wichtiges gestohlen. Das heißt, was man so hört. Weißt du, was es ist? Noch nicht. Ich bin daraus, wenn der Job durchgezogen hat. Wir waren's. Bis bald. Du fehlst mir auch. Pass auf dich auf. Okay, das war also kurz nachdem wir den Job durchgezogen haben und kurz bevor Rebecca da war und wusste, wer es getan hat. Scheint ihr nicht so gefallen zu haben. Aber irgendwie ja schon. Scheinbar. Ja, let's go. Da wussten sie auf jeden Fall noch nicht, was es ist und wer es war. Was tun wir gerade? Das sagst. Ist man echt da runter? Okay. Gut, dann lass uns mal da hinten hinlaufen. Hui. Und hui. Ja, zieh dich schon hoch. Hier unten waren schon mindestens ein so ein Ding, was ich nicht mitgenommen habe. Also hier so ein Steuerchip-Teil, glaube ich, was. Was hier? Okay, keine Ahnung, was hier ist. Scheinbar nichts Spannendes. Falsche Taste gedrückt, by the way. So, dann interagieren wir mal. Ah, okay. Kurz mal umdrehen, nicht, dass hier irgendwas ist. Aber sieht relativ ruhig hier aus. Also, ruhig, ich meine, ohne diese Dinger. Wo bin ich eigentlich gerade? Also, sie bietet sogar eine eigene Karte. Okay. Cool, glaube ich. Bye, have a great time. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl mit der Alten. Da ist ein Gerät. Wie viel gibt's denn hier? 15? 14, ja, okay. Omnistat-Tunnel sind das hier. Also, und hier gibt's einen Auftrag in der Theorie. Das gefällt mir gar nicht. Punkt Nummer 2. Geh rein, Rebecca Barton. Dokumente in den Omnistat-Tunnel. 1 von 4, okay. Ich geh gleich rein, Freunde, ne? 5 Dokumente einsammeln, irre. Geh schon. Ja, ist ja okay. Danke. Ich vertraue keinen Meter weit. Also Q überhaupt nicht. Komm runter! Was da passiert ist... Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie gehörten zur selben Gruppe. Ja. So lange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten.
Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugers Eck Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht. Hör zu. Ich gewähre dir jetzt Unterschlupf für den Moment. Aber meine Gastfreundschaft hat auch Grenzen. Und irgendwann musst du Stellung beziehen oder du musst verschwinden. Das reicht, Rebecca. Sie hat's begriffen. Gut, denn eins muss dir klar sein. Du bist nicht länger neutral, Faith. Jetzt ruh dich aus und denk einfach über meine Worte nach. Tristan zeigt dir deine Unterkunft. Wir reden noch. Später. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Sie haben kein Recht. Aufhören! Erika! Erschieß ihn. Wer ist da am Fenster? Irgendein Kind, schnappt es! Das ist eine Katze! Das bin ich! Mama! Ich krieg keine Luft, Faith! Cat! Wach auf, Cat! Wir müssen hier weg! Errungenschaft erhalten. Der Feind meines Feindes. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder deeper Shit hier. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.